Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir zusammen ein unglaublich leckeres, knuspriges Baguette. Französischer Klassiker. Dazu starte ich zuerst mit einem Vorteig, einem Poulisch. Also es ist ein sehr weicher Vorteig, gleich viel Wasser wie Mehl vom Anteil her. Das gibt dann eine zart splitternde Kruste und sorgt für eine lange Frischhaltung. Ich nehme 150 Gramm kaltes Wasser. Hier habe ich 1 Gramm Hefe, eine kleine Kugel dazugeben. Etwas auflösen. Und jetzt gebe ich 150 Gramm Weißmehl dazu. Ich verwende hier kein typisches französisches Mehl. Ich nehme normales Weißmehl hier von uns aus der Schweiz. Aber es ist zu sagen, das Mehl ist von der Mühle, sollte schon eine gute Qualität haben und nicht ein Billigmehl sein. Alles zu einem Teig mischen. Den Rand etwas runterwischen. Mit einem Teigtuch zudecken und für 24 Stunden in der Küche stehen lassen. Dieser Teig hier ist dann leicht übersäuert, das heißt, er geht hoch, wäre perfekt entwickelt und wir warten noch länger, er fällt zusammen. Vorteil ist hier, dass sich mehr Aroma bildet in dieser Zeit, denn wir haben im Hauptteig dann auch noch Hefe. Wir wollen einfach hier ein super Aroma, das wir dann in den Hauptteig nehmen. Darum mal ein bisschen eine andere Lösung, als man sonst immer sieht, aber es funktioniert genauso gut. Einfach 24 Stunden in der Küche stehen lassen. 24 Stunden später, Vorteig ist super entwickelt, wie schon gesagt, leicht übergärt. Der kam hoch und ist jetzt wieder zusammengefallen. Dadurch hat sich aber jetzt wunderbares Aroma gebildet. Genau das wollen wir hier. Den gebe ich mir direkt in die Küchenmaschine. Und jetzt mache ich hier einen sogenannten Autolyseteig. Das ist nichts anderes als Wasser, Mehl und Vorteig mischen, 30 Minuten warten, ohne Salz und ohne Hefe. Salz und Hefe hemmen die Abbauvorgänge im Mehl und dadurch sind die ungestört, wenn die jetzt noch nicht dabei sind und das Mehl kann auch besser quellen. 220 Gramm Wasser beigeben, 30 Gramm helles Roggenmehl und 360 Gramm Weizenmehl Typ 550. Küchenmaschine starten und kurz mischen. Das genügt, nur kurz mischen. Normalerweise mache ich keinen Autolyseteig. Mir ist das einfach ein bisschen zu umständlich, denn ich habe noch nie einen großen Unterschied bemerkt, außer hier beim Baguette. Da finde ich es wirklich sinnvoll, einen Autolyseteig zu machen. Jetzt zwischen 30 bis 45 Minuten warten. Autolyse gemacht, jetzt kommt das Salz und die Hefe dazu. Hier habe ich 5 Gramm Hefe, die gebe ich gleich dazu. Und 10 Gramm Salz. Hier habe ich noch 40 Gramm zusätzliches Wasser. Die Franzosen nennen das Bassinage, wenn sie noch dem Teig, wenn er geknetet ist, Wasser beigeben. Ich mache es jetzt während dem Kneten immer ein bisschen beigeben, denn die Autolyse hat den Vorteil, dass der Teig hier besser quillt. Also ich kann mehr Wasser beigeben und ich muss ihn jetzt noch weniger lang kneten. Starten und vorsichtig das Wasser beigeben. Falls dein Teig schon viel zu weich ist, dann kannst du hier auf diesen Schritt verzichten. So, nach 5 Minuten kneten, also du siehst, viel weniger lang kneten mit Autolyseteig, mache ich mir den Fenstertest. Wirklich ein weicher Teig, fühlt sich aber super an. Den ziehe ich mir jetzt auseinander
Und guck mal, wie schön dehnbar das der ist. Funktioniert wunderbar. Den Teig nehme ich mir jetzt raus, in ein gefettetes Teigbecken rein. Rein damit. Zudecken und Stockgare hier 3 bis 4 Stunden. In der Zwischenzeit 2 bis 3 Mal stretchen und falten. Nach einer Stunde den Teig zum ersten Mal stretchen und falten. Super schöner Teig, ziemlich weicher Teig. Hier haben wir eine Teigausbeute von 176. Von überall mit feuchten Händen in die Mitte reinschlagen. So wird das Kohlendioxid, das sich hier gebildet hat, rausgestoßen. Frischer Sauerstoff kommt dazu und der Gluten wird wieder schön angeregt. Zudecken und das Ganze während diesen 3 bis 4 Stunden noch 2 Mal wiederholen. Es wird Zeit, den Teig zu formen. Guck dir mal diesen wunderschönen Teig an. Super aufgegangen, schöne Blasenbildung. Etwas Mehl auf den Tisch, Teig rausnehmen. Drei in etwa gleich große Stücke daraus portionieren. Schön locker abstechen, nicht ganz zusammenpressen. Die Luft soll hier drin bleiben. Was ich jetzt mache, Baguette oder Parisette formen, die längliche Form ist nicht ganz einfach. Da gibt es einen Trick. Jetzt zuerst einmal rund vorarbeiten, vorwirken zu einer Kugel. Oben etwas ins Mehl legen. Und jetzt noch einmal 5 Minuten entspannen lassen. So habe ich gleich eine schöne Grundform und muss dann nur noch in die Länge gehen. Wenn ich das direkt mache, dann geht natürlich auch, braucht aber ein bisschen mehr Übung. Darum so ist sicher die anfängerfreundlichere Variante. 5 Minuten später, etwas Mehl auf den Tisch. Jetzt brauche ich nur noch die Teigstücke so nach hinten zu ziehen. Hier leicht rein, damit ich ein schönes Rechteck bekomme. Dann mit den Fingern so aufwirken, mit den Fingerspitzen nach hinten ziehen und in die Länge raus. Und je nachdem kannst du hier seitlich noch in den Spitz rein. Nochmal nach hinten ziehen. Aufrollen, den Finger nach hinten drücken und dann mit Daumen und Zeigefinger rausrollen oder mit der Handballe. Das gibt hier verschiedene Techniken. Wenn ich alle drei habe, nehme ich das erste wieder, forme das noch ein bisschen länger. Hier schön seitlich runterpressen, damit das richtig spitzig wird. Sieht dann richtig cool aus. Nehme ich ein Teigtuch, setze die Baguettes darauf, ein bisschen Abstand, dann Tuch zusammenziehen. So, für einen perfekten Schnitt gibt es jetzt einen coolen Trick. Die stelle ich mir jetzt noch 30 Minuten in den Kühlschrank rein, dann ziehen die leicht nach Haut und ich kann sie perfekt schneiden. In der Zwischenzeit den Ofen auf 230 Grad vorheizen. Falls du keinen Platz im Kühlschrank hast, dann kannst du die jetzt einfach 20 Minuten hier in der Küche noch stehen lassen.
Baguettes zum Kühlschrank raus. Die haben jetzt eine optimale Gare. Hier meinen Schießer, etwas Mehl obendrauf. Baguettes ablösen, lege ich gleich hier drauf. Super schön, die sind jetzt auch schön kalt, die lassen sich super bewegen. Und was jetzt vorteilhaft ist, die haben eine schöne Haut gezogen, die kann ich mir jetzt perfekt schneiden. Dazu scharfes Messer nehmen, das ist sehr wichtig, und die Klinge im 45 Grad Winkel ansetzen, nicht senkrecht. Und jetzt ziehe ich hier 3 längliche Schnitte übers Baguette. Schön nach hinten ziehen und so reinschneiden. Wichtig ist auch, dass die Schnitte etwa auf gleicher Höhe sind. Hier und alle gleich lang. Nicht zu fest so quer reinschneiden, sondern schön länglich, elegant. Und in einem Ruck durchziehen. Dann ab in den Ofen damit. Ich backe hier auf dem Pizzabackstein. Den habe ich schon vorgeheizt. Die Baguettes schiebe ich mir jetzt ab, eins nach dem anderen. Wunderbar. Jetzt unten habe ich eine Schale, da sind Lavasteine drin. Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Ofen schließen und erstmal für 20 Minuten backen. Nach 20 Minuten Ofen öffnen, Dampf ablassen. Hier unten das Becken rausnehmen. Guck dir mal diese wunderschönen Baguettes an. Richtig toll. Jetzt die Temperatur auf 210 Grad reduzieren und noch einmal 15 bis 20 Minuten knusprig auspacken. So, das war's. Wunderschön. Très bien. Richtig tolle Baguette, schön aufgerissen. Coole Sache. Immer wieder schön solche Brote zum Ofen rauszunehmen, das ist einfach richtig cool. Richtig gut gebacken, hört sich richtig hohl an. Jetzt warten und dann werden die Schätze hier angeschnitten. Es wird Zeit für den Anschnitt der Baguette. Schnappen wir uns so ein Schmuckstück. Hier schneide ich gleich quer rein. Super knusprig. Zart splitternde Kruste, herrlich. Und guck dir diese wunderbare Krume an. Richtig, richtig toll. So muss ein Baguette aussehen. Super schön. Breche ich gleich ein bisschen ab. Und der Poulet sorgt hier für eine zart splitternde Kruste. Richtig knusprig, innen super feuchte Krume durch die lange Triebführung und den hohen Vorteiganteil, den wir ja leicht übersäuert haben. Das gibt jetzt super Geschmack in das Brot rein. Auf jeden Fall super gelungen. Ich hoffe, dir gelingen die Baguettes hier auch so gut. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Schreib mir doch unten in die Kommentare, wann hast du das letzte Mal ein Baguette gebacken? Daumen hoch, wenn es gefallen hat, abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, da wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, dein Marcel.